Hallo, mein Name ist Ralf Tschinke. Ich bin der Gründer von Ambi Deluxe Moments for Living und vielleicht kennst du mich auch schon von anderen Videos oder von Mails. Ja, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet. Das Jahr war ja auch ziemlich verrückt, muss ich mal sagen. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's soweit gut. Ihr seid alle fit und gesund. Bei uns ist das der Fall. Aber wirtschaftlich ist das ja natürlich für viele kleine mittelständische Unternehmen auch ein Graus und das betrifft auch uns. Ja, die Mail habe ich irgendwie betitelt mit Amazon sperrt uns aus oder 50% weniger Lagerkapazität oder sowas. Ich will dir einfach mal was zeigen, was bei uns gerade passiert. Also on top zu den ganzen Lockdowns, die so erfolgt sind, hat Amazon einfach mal gesagt, zu Beginn der Corona-Pandemie, ihr dürft eure Ware jetzt nicht mehr reinschicken an unsere Amazon-Lager, die sind alle überlastet. Und wir brauchen jetzt nur noch Ware, die wirklich benötigt wird, sowas wie Desinfektionsmittel und weiß ich nicht, Gesundheitshygieneartikel und so weiter. Ist ja auch alles okay. Diese Phase ist dann jetzt aber vorübergegangen und vor ungefähr anderthalb, 2 Wochen wurde dann gesagt, so, jetzt dürft ihr aber nur noch 50% der Ware reinschicken. Also Amazon hat eigentlich gar nichts gesagt. Das war einfach von heute auf morgen der Fall. Die Händler wurden nicht informiert und es sind ganz viele Händler, die sich beschweren und Probleme haben. Wir nutzen nämlich dieses Amazon-Versandsystem. Überall in Deutschland gibt es ganz, ganz viele Amazon-Lager. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Kannst du auch ansonsten googeln. Es gibt ganz, ganz viele Standorte, wo Händler ihre Ware an Amazon-Versandzentren schicken und Amazon versendet es dann an dich oder andere Kunden in Deutschland und ganz Europa, wenn man das möchte. Ja, so, das ist alles eine tolle Sache, aber jetzt geht das halt anscheinend alles nicht mehr, was uns auch ein bisschen Probleme bereitet. Wir hatten vorher ungefähr 4000 Einheiten bei Amazon, jetzt dürfen wir nur noch 2365 reinschicken, das ist schon ein bisschen besser geworden. Ganz am Anfang, vor einer Woche, sah es wirklich so aus, dass wir über 4000 Einheiten bei Amazon hatten und wir noch 2100 Einheiten reinschicken durften. Ne? Das heißt, einfach von heute auf morgen 50%, die Hälfte nur noch der Ware, die wir eigentlich ja, benötigen. Weil wir schicken immer für 4 bis 6 Wochen Ware an Amazon. Was bleibt uns über als Lösung, um auch weiter dich und andere Kunden mit Produkten zu beliefern? Ja, nur noch der Eigenversand. Das heißt, Amazon macht weniger und bekommt trotzdem natürlich Geld. Amazon verdient an jedem Produktverkauf 15% plus weitere Gebühren, Kosten, also Werbung oder sowas. Da verdienen sie natürlich auch noch dran. Aber rein an der Verkaufsgebühr sind es 15% vom Bruttopreis inklusive Mehrwertsteuer. Und da übernehmen wir jetzt aber auch noch den kompletten Versand. So, ja, das heißt für uns, wir machen das Lager leer. Und wir haben einfach eine Aktion gefahren, wo wir sagen, wir brauchen Lagerplatz. Und wir möchten die etwas langsamer verkaufenden Produkte jetzt mit einem Rabatt raushauen. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du das interessant findest, dann bist du einer der ersten, der das nutzen darf, als langjähriger Kunde oder Interessent oder ja, irgendwie stehen wir in Kontakt. Sonst hätte ich nicht deine E-Mail-Adresse. Du hast dich irgendwann mal eingetragen. Genau, und da möchte ich dir einfach diesen Vorteil anbieten. Das wissen noch nicht so viele. Die Aktion, die läuft jetzt ungefähr eine Woche. Wir haben auch nicht so ganz viel Ware, aber ja, 20%, wenn du irgendwie was brauchst. Die Produkte werden nicht wirklich schlecht. Die kann man sich auch für ein paar Jahre hinlegen. 5 Jahre ist überhaupt kein Problem. Da passiert nichts mit. Ne? Solange das irgendwie im dunklen Raum ist und trocken, passiert mit den Produkten nichts. Und die behalten ihre Reinigungslösung. Ja, wie sieht das sonst so aus bei uns? Also Corona und die Lockdowns, die haben uns einfach sehr getroffen. Das ist einfach so. Ich habe das Unternehmen 2014 mit eigenem Kapital aufgebaut. Wir haben immer gesagt, wir produzieren in Deutschland. Die AmbiClean-Reinigungsmittel werden in Deutschland produziert. Wir sind ein soziales Unternehmen. Wir möchten, dass hier Jobs entstehen in Deutschland. Wir möchten, dass Jobs erhalten bleiben. Wir haben mittlerweile ziemlich viel Billigkonkurrenz, muss ich sagen. Wo es wirklich einfach nur um den Preis geht, wo wahrscheinlich nicht darauf geachtet wird, wie wird das produziert, ist das alles, also wir arbeiten mit sehr vielen kleinen und mittelständischen Familienunternehmen zusammen, das heißt, ist bei uns so auf Augenhöhe, möchte ich mal sagen. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache, man kennt die Leute persönlich, die mit uns diese Produkte realisieren und herstellen und die ihr dann auch bekommt und nutzt. Ja, also es wird alles in Deutschland gemacht von auch Familienunternehmen.
Da gibt's auch Vater, Mutter, Kind. Da arbeiten teilweise auch die Brüder und Schwestern mit im Unternehmen oder noch der Papa, der Opa, wie auch immer. Also das ist einfach die Gesellschaft und Kultur, die hier die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Deutschland am Laufen halten. Und durch die Lockdowns, ja, sind viele davon jetzt auch ins Straucheln gekommen. Und das ist mit uns auch nicht eh anders. Also, obwohl wir Online-Händler sind, aber wir sind halt auch an der Gastronomie angeschlossen. Und das heißt, ja, muss ja nicht weiter erzählen, aber die ganze Gastronomie, Hotel, Restaurant, Catering war alles zu. Und da gibt es auch ganz viele, die bei uns bestellen und diese Produkte verwenden. Und ja, nochmal, also ist alles nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob unser Unternehmen das jetzt dieses Jahr wirklich überleben wird. Das ist der Hard Fact. Also das ist wirklich die schlimme, aber realistische Tatsache. Und so geht es vielen, vielen anderen Unternehmen wahrscheinlich gerade auch. Und darum hier mein Aufruf einfach mal an dich. Unterstütz deutsche Unternehmen. Ja, wenn du es irgendwie kannst, achte darauf, wo kommt das Produkt her. Kauf deutsche Produkte. Wenn du möchtest, dass hier in Deutschland die Arbeitsplätze bleiben. Sonst ist es vielleicht irgendwann so, dass wir wirklich nur noch Billigprodukte haben aus anderen Ländern und unsere deutsche Wirtschaft hier ja solche Produkte zumindest nicht mehr anbieten kann. Gut, das ist jetzt auch gar nicht bezogen auf Ambiclean oder an die Ambilux GmbH, sondern das ist einfach mal allgemein gesagt, dass einfach mal ein Umdenken vielleicht auch in der Gesellschaft stattfindet. Man hat es ja auch gesehen mit den Lieferkettenunterbrechungen. Da ist ja bei dem einen oder anderen Unternehmen auch das Förderband stillgestanden, weil einfach kein Nachschub kam aus Fernost. Gut, muss man sich halt überlegen, ne, ob man das so weitermachen will. Also wir setzen weiterhin auf den Standort Deutschland, wir setzen auf Familienunternehmen und wir setzen auf Qualität. Und wenn du das unterstützen möchtest, dann kannst du jetzt einfach zuschlagen bei diesem 20% Angebot und uns damit auch noch helfen, dass wir das Amazon-Lager ein bisschen freikriegen. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch unseren eigenen Shop, shop.ambidelux.de. Empfehle uns gerne weiter. Kannst du gerne teilen mit anderen Leuten das Angebot. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Bis bald, hoffentlich. Ralf Tschinke von Ambidelux Moments for Living. Ambidelux, Moments for Living.